Das ist der Tag 50 Sekunden. Schön bist du dabei. Im deutschen Heide kommt es zu einem krassen Mobbingakt. Eine Gruppe junge Mädchen schlägt und spuckt wiederholt auf sein Opfer Sabrina W. ein. Das Opfer hat aber Glück im Unglück und wird von Passanten gerettet. Die Grünen fordern Fahrstunden für Senioren. Die Grünen-Nationalrätin Mariona Schlatter verlangt heute neben medizinischen Tests auch regelmäßige Praxistests für Autofahrer über 75. Laut Mariona Schlatter sollte so die Sicherheit im Straßenverkehr verbessert werden. An einem Volksfest in Münster in Deutschland sticht ein 21-Jähriger einen Familienvater ab. Nach einem kurzen Streit hätte der Täter ausgerastet und hätte das Messer gezogen. Die beiden hätten sich nicht gekannt und die Ursache für den Streit ist auch nicht bekannt. Heute am Mittwoch stellt sich der 21-Jährige der deutschen Polizei. Der Autofahrer rastet wegen einem Klimakleber zu Dresden voll aus. Verständlich. In seinem Auto hat er angeblich jemanden, der ins Spital müsse. Die Klimaklebergruppierung Letzte Generation ist nicht das erste Mal negativ aufgefallen. Für mehr Infos geh auf blick.ch und folge unserem Kanal.